Yo Leute und herzlich willkommen zur 23. Folge der Road to Glove Unboxing Serie. Heute mal wieder 10 Kisten und am Schluss gibt es auch noch das monatliche Giveaway, das aufgelost wird. Und zwar gab es ja einen Falcon Knife Damascus Steel, was für Giveaway wird. Hier nochmal kurz zum Anschauen. So, eigentlich wird es ja das Giveaway dann aufgelost. So, aber zuerst hebeln wir mal die 10 Kisten auf. Ich habe mal Glove Kisten zur Abwechslung. Normalerweise habe ich ja immer die Klatschkisten in letzter Zeit. Nicht die Hydra, die Klatsch. Aber nachdem da ja eigentlich nichts geht, habe ich mich jetzt mal wieder für die Glove-Kiste entschieden. Vielleicht habe ich da ja mehr Glück. Aber es sieht nicht so aus. Ist nice. Und ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich ansprechen möchte. In letzter Zeit kommen ja eher weniger Videos auf meinen Kanal. Das ist ja hauptsächlich deswegen, weil es halt der Sommer kommt und da bin ich halt dann auch selber die meiste Zeit draußen und unternehme irgendwas im Freien. Das ist halt so das altbekannte Sommerloch. Falls euch das was sagt. Da ist halt YouTube generell immer so in einer Tiefphase, sage ich mal. Viele machen weniger Videos, viele schauen weniger Videos. Da kommt auch schon ein Redskin, die Dragonfire. Die können sogar was wert sein. Was haben wir da für eine Condition? Oh, Battle Game. Battle Game ist nicht so nice. Okay, hinten sieht man es doch. Schauen wir mal kurz, was die kostet. Wobei, ich würde trotzdem gerne mal die Gloves ziehen. Das haben wir 230 Kisten schon gehebelt. Also jetzt weiß ich nicht, die 233 glaube ich. Wow. 8 Euro. 7 Euro. Krasses Ding. Und was wollte ich noch sagen? Und selber bin ich halt in letzter Zeit auch viel am Fortnite playen. Und eher weniger jetzt zu CSGO. Wobei, und da wollte ich halt auch noch fragen, weil ich hätte glaube ich auch Bock, dass ich mal Fortnite-Videos bringe. Ich habe zwar auch sogar schon mal eins vorbereitet, also bearbeitet und geschnitten und ja, gerendert. Ist fix fertig, ne? Ich habe es halt nie veröffentlicht, weil ich mir irgendwie dachte, ja, ich weiß nicht, ob das halt so gut ankommt. Jetzt treibe ich mal die Glows. Vielleicht bringt das ja mehr Glück. Komm doch gegen. Es ist ein Witz. Das ist ein Witz. Die Glock 18 Ironwork. So. Wobei die Skins. Weiß nicht, ich. Von den Skins ja selber sind die von der Klatsch glaube ich besser. Also vom Preis auf jeden Fall. Nur jetzt da vom Look her selber. Weiß nicht. Zum Beispiel die ganzen Blue-Skins, die sind halt wirklich nichts. Sieht alles kacke aus. Die Purple-Skins, ich meine, die Dual-Barrels sind nice. Die Flashback ist auch nicht schlecht. Die USB-S Cyrix ist auch gut. Von den Pink-Skins eher die Farbers finde ich nicht schlecht. Die kann man auch gut spielen. Als Skin. P90 und die Bumpgun ist ja nicht so. Und die Rare-Skins finde ich eigentlich beide auch ziemlich nice. Nur die M4, die ist halt nicht viel wert. Die Dragonfire sind beim Battle Game auch nicht. Aber die Preise sind ja momentan generell getroppt seit dem Update. Was ja irgendwie klar war. Nur habe ich damals gesagt, dass die das vielleicht wieder, also meiner Meinung nach, zurückpatchen werden. Bis jetzt kam nichts. Aber die werden trotzdem irgendwas werden die machen, dass das klappt. Das, also... Sie werden da auf irgendwas wird kommen, das weiß ich. Nur nicht was. So, letzte Kiste. Es ist... Ja. Bis auf die Dragonfire bis jetzt nur Bullshit gezogen. Ich hoffe, dass die letzte Kiste mich jetzt noch irgendwie rausreißt. Das wäre nice, aber nein, tut sie nicht. Ein Witz. Echt ein Witz. Aber das habe ich jetzt irgendwann auch. 10 Kisten, 9-mal blau und einmal ne bis 7 Platzwart. Und das mit der Platzwart hatte ich jetzt schon 2-mal.
Irgendwie ziehe ich in letzter Zeit mehr Redskins als Pinkskins, was man hier so sehen kann. Die habe ich, glaube ich, selber gezogen, ja. Eins, warte mal. Eins, zwei, drei Redskins habe ich gezogen. Und Pinkskins habe ich. Eins. Die habe ich getradet, die AWP. Zwei. Okay, vier Redskins, zwei Pinkskins. Aber Knife oder Andrew sind schon länger her, da habe ich heuer noch gar nichts gezogen. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren, weiß nicht mehr wann das genau war, aber da habe ich fast monatlich ein Knife gezogen. Witz. So, egal, kommen wir jetzt mal zum Giveaway. Es war ja das Falcon Knife zu gewinnen, also ist es auch noch zu gewinnen. Und das Ganze war ja über Glimayo. So, das Giveaway hat vor zwei Stunden geendet, beziehungsweise die Teilnahme war bis vor zwei Stunden. Digga, was laber ich für ein Bullshit. So. Und jetzt lass dann mal den Gewinner ziehen. 188 Leute haben, glaube ich, insgesamt teilgenommen. Und jetzt gucken wir mal, wer der Gewinner ist. Und zwar ist der Gewinner von dem Falcon Knife Damascus Deal Josef Ernst. Kenne ich nicht. Ich glaube, du bist einer von den neuen. Auf jeden Fall hast du gewonnen, weil du dir ein Video von mir angeguckt hast. Watch a Video und du kommst aus Dortmund, Nord, kenne mich da nicht so aus, irgendwie Nordrhein-Westfalen heißt es, ne? Deutschland. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin der Österreicher. Deswegen sage ich mal Glückwunsch an dich, du hast das Falcon Knife gewonnen. Ich werde dich an deiner E-Mail-Adresse, also bei deiner E-Mail-Adresse kontaktieren, die steht ja hier. Ich werde sie aber im Video rausschwärzen, damit dies nicht jeder sehen kann. Und falls du vielleicht noch schneller bist, kannst du mir deinen Trade-Link ja in den Kommentaren schreiben. Dann können wir das auch so machen. So, das war's dann mal mit dem Giveaway, dem Gewinner. Wie gesagt, Glückwunsch an dich. Ich werde dir eine E-Mail zukommen lassen. Also eine E-Mail schicken oder du bist schnell und schreibst es mir halt in den Kommentaren. Und dann werde ich dir den Preis, je nachdem, morgen oder übermorgen offen. Heute wird es nicht mehr gehen, weil ich, wie gesagt, es ist Sommer, schönes Wetter, ich werde dann auch wieder rausgehen. Und dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Kurze Frage hätte ich dann noch an euch. Wie gesagt, ich bin in letzter Zeit viel am Fortnite spielen und mittlerweile auch nicht mehr so schlecht. Also ich bin jetzt nicht mehr so der Ultra-Noob in Fortnite, sondern nur so ein halber Noob. Aber trotzdem, was würdet ihr davon halten, wenn ich jetzt hin und wieder mal zwischendurch ein paar Fortnite-Videos raushau, so wenn nicht Best-Offs oder ein paar Challenges oder je nachdem. Hättet ihr da Bock drauf? Ja, nein. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr interessieren, weil dann können wir da ja in Zukunft das eine oder andere Fortnite-Video bringen. Und ansonsten, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, weil das mit der Abo-Box, das wissen ja die meisten von euch schon, das funktioniert ja auf YouTube nicht mehr, um auch meine Videos Benachrichtigung zu bekommen, um meine Videos sehen zu können, müsst ihr die Glocke aktivieren, sonst werdet ihr da nicht mehr benachrichtigt. Und checkt auch, ob YouTube nicht das Abonnement von mir gelöscht hat, weil das kommt in letzter Zeit auch öfters vor, was ich so mitbekomme, dass einfach so random Abos gelöscht werden. Ansonsten, glaube ich, war das alles. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Alex, ciao und bis zum nächsten Mal. Voices getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild.